Schaden. Vier Tode haben wir noch übrig. Okay, Alter, wo sind denn die? Da. Wie rumfahren die? Da muss man immer kurz ein bisschen analysieren. So, die fahren also geradeaus weiter. Scheiße. Gut, nehmen wir den hier. Komm. Halt drauf, Kleiner. Schaffen wir. Immer schön die Stadt im Auto. Wir versuchen jetzt nach rechts rüber zu schieben, damit sein Kollege reinkratzt, aber hat nicht geklappt. Dann ziehen wir jetzt einfach hier rüber. Boah, wie viele Menschenleben einfach wegen mir heute draufgehen. Das ist einfach nur noch nicht schön. Aber was soll's. Wir machen das ja für einen scheiß LKW. Ja, genau. Deswegen machen wir das. Das ist schon richtig. Oh, fahr doch hinten rein. Komm, 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 komm. Ah, das ist der Einzige, der übrig ist. Okay. Oh, ist schon Schrott. Das ging gut. War einfach eigentlich, weil die waren alle ziemlich weit weg, war das Gute. Oh oh. Aha, Opfer. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das klappt noch, dass er jetzt wirklich da reinrast. Gefängnistransporter abgeliefert. Oh ja. Verfolgung freigeschaltet. Ja, ja, das ist schön. Wir gehen noch mal ein bisschen. Ne, wir können gar nicht weiter raus. Da ist schon die nächste Tenner-Mission. Die braucht sicher wieder zwei. Ach nee, wir brauchen ja nur eine. Stimmt, das war ja gerade gar keine Stadtmission. Das stimmt, ja. Und ja, trotzdem ist Story-typisch, Story was zu tun gehabt. Das ist schon cool. Wir können jetzt nochmal ein Rennen. Will ich ein Rennen? Was ist das denn hier? Alter, ist das denn Polizei? Okay, dann machen wir so ein Blitzdings nochmal. Wir machen Blitzdings. Wir sind bei Men in Black angekommen. Yep. Ich verwechsel... Boah, leck nicht. Verwechsel erstmal mehrere Spiele und Filme miteinander. Wir sind zwar sonst wie weit rausgesucht, trotzdem bringt es, dass das Ding am Arsch der Welt ist. Stunt Paranoia. Den Zeugen zum Unterschlupf bringen. Das mag ich nicht. Ich hätte schon längst weg sein können. So. Und jetzt hängt mein Leben von Ihnen ab. Mr. Wong, ich habe noch nie einen Zeugen unter meinem Schutz verloren. Ich bringe Sie jetzt an einen sicheren Ort. Werden wir gerne tun. Ich finde das scheiße. Glauben Sie, dass ich lange genug lebe, um aussagen zu können? Ja, ist der Chauffeur aus Martin, Maserati, ersten Martin. Klasse, ich fühle mich gleich viel sicherer. Hauptstraße steigen an Paranoia, Gassen senken Paranoia. Minigarde benutzt, um Gassen zu finden. Och Gott, ich muss durch Gassen. Ich habe das Wort unauffällig nicht ganz verstanden. Scheiße, ich hätte hier vorne lang fahren müssen, da wäre die Gasse besser gewesen. Echt mein unauffälliger Fahrstil. Na, danke. Das war ein Scherz. Oh, toll. Direkt mein erster Kopf ist gekauft und jetzt fährt er mich spazieren, damit ich mir eine Kugel einfange. Ruhig, Kumpel, ruhig. Alles ist gut. Alter, ist das geil, wie paranoid der Typ ist. Das ist geil. Das ist super. Also das Spiel von der Abwechslung her und von den Charakteren ist einfach nur fett. Genau. Weil der Typ einfach so am Rad dreht, wenn ich hier einmal über die Straße fahre. Das reicht aber, okay? Okay. Sie könnten mich auch gleich rot anmalen und aufs Dach setzen. Ja. Warum nicht? Machen wir gerne. Leck mich. Ja, Hauptstraßen meinen, du bist lustig. Hier gibt's keine Seitengassen. Oh. Sind doch gleich schon wieder runter. Alles okay. Ganz ruhig. Warte gleich. Okay, ich wäre auf einem Dreirad schneller. Und das ist jetzt kein Scherz. Ich wäre auf einem Dreirad schneller. Du kannst auch aussteigen. Das ist kein Scherz. Geht weg. Mann, Jungs. Wenn ich sterbe, verbreiten sich die Dateien wie ein Virus. Bumm. Und die ganze Welt weiß Bescheid. Ich bin wirklich nicht gekauft. Geht der Typ... Okay, ist ganz... Oh, hallo. Ich schaffe das. Schön atmen. Schon besser. Im Ernst. Zeugenschutz bedeutet normalerweise Fernsehen bis zum Umfallen und kalten Fraß aus der Imbissbude. Ja, echt. Und kein Paranoia und die Typen, der vor jedem Scheiß hier Angst hat. Mein Gott. Nicht so. Haben's doch gleich schon ganz ruhig. Vorher ist du schon als Ziel, dann ist deine Paranoia wieder gut. Gut. Sie beeindrucken nur die Leute, die... Oh, da stimmt was nicht. Sehen Sie, hab ich doch gesagt. Okay, er hatte vielleicht doch recht. Scheiße. Wir müssen hier weg. Wagen 43. Paula Bär, hier spricht Iglo. Unterschlupf ist geplatzt. Müssen uns sofort zurückziehen. Over. Euer Zielort wurde auf PDA übermittelt. Wir haben noch ein Problem. Was denn? Ich habe einen Online-Coup arrangiert. Ich brauche einen Computer, sonst werden viele böse Dateien veröffentlicht werden. Och, Mann. Paula Bär, macht euch bereit. Wir kommen schnell rein. Out! Ja, Hauptstraße, meine ist gut. Will ich ja gerade machen. Ich fahre ja gerade auf eine andere Straße zu. So, ist schon gut. Alles okay. So, jetzt muss ich gucken.
Ich dachte, Sie wären eben schon wie ein Irrer gefahren. Meine Skala geht auf bis 11. Wir sind erst bei 2. Teller, du bist gut. Mach den Leuten ruhig Angst, es freut sie sicher. Oh, scheiße, wir sind jetzt total viel auf erstmal auf der Hauptstraße fahren. Das ist natürlich jetzt weniger gut. Wir versuchen das hier so schnell wie möglich da runter zu kommen. Nein, nicht drehen! Nicht einfach um die Kurve. Ganz gut jetzt hier. Aus. Andere sind aber nicht so cool und haben nicht so einen geilen Style. Also, ruhig. Werden wir es schaffen? Ich schaffe es immer. Egal wie. Wir wagen sich für hier aus, dafür ausgelegt, für diese Straße. Au, 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 hallo Wand. Darf ich Ihnen vorstellen, das ist Wand. Wand ist ein guter Freund von Totalschaden. So, die Paranoia wird bis dahin, denke ich, nicht vollgehen und wir sollten es eigentlich schaffen. Autsch. Also die Paranoia wundert mich, dass die Unfälle ihn nicht dauerhaft ablenken irgendwie, weil ich baue ja fast dauerhaft welche. So. Mir fehlen die Worte, Mann. Danke. Kein Problem. Viel Spaß beim Fernsehen und den vielen kalten Pizzas. Alter, Tender, ich liebe diesen Typen einfach nur. Er hat so einen geilen Humor. Das ist einfach heftig. Ist genau meiner, also so viel dazu. Da mag ich Tender doch sehr, sehr gerne. So. Story aufrütteln, Informationen zum Platinraub besorgen. Für den Platinraub brauchten die einen Insider. Hm, gar nicht blöd, Partner. Unser Insider ist ein junger Mann namens Dennis Haynes. Hat 3 Jahre da gearbeitet, ist ruhig, bleibt eher für sich. Und plötzlich wirft er mit Geld um sich, als wäre er ein King. Nicht sehr klug. Wenn wir aufmerksam geworden sind, dann Jericho auch. Das ist nicht gut. Ja, werden wir wohl nicht alleine da sein, wenn wir da auftauchen. Können wir diesen Dennis Haynes finden? Er und sein Partner machen Mittag beim Golden Gate Park. Muss seinen neuen Schlitten vorzeigen. Dann versauen wir ihm den Appetit. Indem wir mit unserem viel cooleren Schlitten vorfahren. Nein, natürlich, weil wir da vorbeikommen. Wenn wir aber Jericho mit diesem Raub in Verbindung bringen können, ist er noch in der Stadt. Dann hat er jedenfalls einen guten Grund, hier zu bleiben. Was bedeutet, dass wir das Netz langsam zuziehen können? Ja, so langsam hat Jericho, finden wir langsam alle Verdächtigen. Der Typ ist ein absoluter Niemand. Hat noch nichts erreicht. Ein Sack voller Hunderter lässt solche Dieben nicht kalt. Verkratzt das Auto nicht! Ja, mal nicht rum, das ist nicht deiner. Ich weiß, dass er in der Nähe der Brücke ist. Ich weiß nur, dass er sich da gerne ein ruhiges Plätzchen sucht, um zu essen. Ah, wenn er einen nagelneuen Protzschlitten fährt, sollte er auffallen. Hallo. Ohne Wagen kriegen wir den Kerl nie. Geh mir nicht auf den Sack, die Karre sieht neu aus, also. Oh. Das muss unser Mann sein. Wie sie essen, ist ja super. Du wirfst echt ordentlich mit Geld um dich in letzter Zeit, Haynes. Ich sagte doch, meine Tante hat mir was vererbt. Komm, Haynes, mir kannst du sagen, du warst bei dem Platinraub dabei, oder? So ein Quatsch! Wie kannst du sowas behaupten? Ah, wenn du es so spielen willst. Schnall dich an, Freundchen, das wird jetzt ein wenig haarig. Haynes Pulser von... Hahaha, geile Mission, die mag ich gerne. So, möchtest du uns doch nicht echt was verraten, dass du vielleicht doch, hm? Also, ich würde mal. Mach so weiter und ich erzähl dir gar nichts. Ja, dann kannst du auch nichts, dass jemand die Karre im Arsch ist und du tot. Wow. Hey, entspann dich mal. Erst erzählst du mir alles. Lal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 
Ne, war er wirklich. Der war wirklich schlecht. Wow. Aber jetzt noch zwei, die dran sind. Drei. Oh, wir haben die Filmherausforderung geschafft. War zwar keine Absicht, aber hey, wir haben es gemacht. Gut. Cool. Ich muss kotzen. Ich muss kotzen. Ja, dann macht Fenster auf. Dann ist gut. Auch ehrlich, komm. Echt eine große Klappe riskieren? Warum lande ich denn genau auf einem so einem Auto? Wir jagen uns immer noch. Ich bin erledigt. Ich sag einfach, du hättest mich dazu gezwungen. Gut, Tür auch raus mit dir, ehrlich. Das brauche ich nicht neben mir. Warum ist denn hier keine Abkürzung da? Ach, scheiße. Das schaffe ich nicht. Die Karre ist halt schon am Abqualmen. Boah. So, den einen haben wir auf jeden Fall schon mal abgehängt. Waren es nur noch zwei. Ja, nur noch ist gut. Die haben wir mittlerweile schon. Wir haben einen abgehängt. Und wir haben schon 35.000 Willenspunkte. 50.000 brauchen wir ja, um diesen Multiplikator zu kriegen. Den will ich ja unbedingt haben. Kriegen natürlich dann mehr Punkte automatisch. Was natürlich geil ist. So, da war es noch einer. Den werden wir jetzt hier einfach auf der Geraden durch den Verkehr schummeln und abhängen. Jetzt mal was hinkriegen. So, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch 7 Sekunden so bleiben. Komm. Du hängst sie ab. Du bist ein Held. Du bist ein Held. Krieg ich ein Autogramm? Natürlich, natürlich. Layla. Mal mir ein Bild, Dennis. Das war echt ein heißer Feger. Total exotisch. Und sie ist es wahrscheinlich auch, die meinen Tod will. Ich habe ihr geholfen, jetzt hilfst du mir. An wen wollte Layla das alles verkaufen? Mann, Platin ist unverkäuflich. Viel zu einfach zu finden. Die verkaufen das nicht, die wollen es benutzen. Wie benutzen? Keine Ahnung, Mann, ich bin nur ein Fahrer. Wozu kann man Platin bitte benutzen? Wozu brauchen die das? Layla hat also den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das Platin zu benutzen. Wie soll man bitte schön Platin benutzen? Ach, danke schön, dass du auch einer meiner Meinung bist. Danke. Super. Wir haben also keinen Plan, wozu wir das bräuchten könnten. Das ist natürlich super. Also müssen wir noch Hinweise finden, wozu die Platin brauchen oder wozu das verwendet werden kann. Was ich habe jetzt zwei Missionen, ne? Ja, brauchen wir. Fahren wir doch jetzt mal wieder ein Rennen. Auto 1 und Auto 2. Alles klar, Macy? Alles klar, Dad. Wir müssen nur Erster und Zweiter werden. Ja, das ist alles. Jules sieht richtig heiß aus und scharrt schon mit den Hufen. Wie geht's Duke? Kann's kaum erwarten. Viel Glück. Wir sind ein Team. Wir brauchen kein Glück. Ich kenne das Rennen. Woher, fragt euch, aus der Demo? Da gab's das auch und das war bockschwer. Und das ist ein Rennen, keine Strandfahrt. Weil wir sehen, wir haben nämlich zwei Fahrer, die wir beide begleiten müssen und immer wieder nach vorne tragen müssen. Das ist echt scheiße, ehrlich gesagt. Ich fahre jetzt erstmal auf Platz 1 mit dem hier und dann bringe ich unseren anderen Fahrer auf Platz 1. Also nach vorne zumindest. Okay, du hast das drauf. Das kann ich nicht leugnen. So, komm. Nein, oh, das ist doch. Ich bin hier, nur ein schlechter Start, sonst nichts. Ich bin unfähig, Auto zu fahren. Yep, so kann man das auch ungefähr nennen. Da draußen. Schön vorsichtig. Hey, fass das Lenkrad nicht an. Okay? Ganz ruhig hier. Lass mein Lenkrad in Ruhe. Man spielt nicht an anderen Leuten Lenkrad rum. Ah, der Wir sind unter den ersten zwei. Schon, aber... Gott, wie plötzlich der langsam wird. Hör auf, es zu lieben. Boah, es gibt's doch nicht. Wieso bist du? Okay, sie ist zweite, gut. Nein. Junge! Das ist wie Buenos Aires, Duke. Ich und Dad waren die Herrscher der Straßen. Gute alte Zeit. Was sie dir auch erzählt, Duke. Es sind alles Lügen. Okay. Alles Scheiße, was du laberst. Ich höre dich auch, das Mädchen. Mein Duke.
Aber nachher 70 Cent sieht richtig fett aus mit dem Bodykit. Ja. Komm schon. Komm schon. So 15. Checkpoint schon und wir sind noch nicht... Boah, das gibt's ja gar nicht. Wow. Beide wurden ziemlich ausgenockt durch den Feuerwehrwagen und ich fass aus natürlich. Also beide oder einzeln nach vorne tragen. Wieso wird der denn einfach so langsam, wenn man den nicht mehr steuert? Das ist doch für ein Arsch. Entschuldigung, aber da muss die KI doch auch mal Gas geben. Noch nicht. Bleib cool. Hab geschafft. Nein, 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 nein. Ganz ruhig hier. Kommt schon. Nein. Oh, ich bin unfähig. Ehrlich. Hätten wir schaffen das jetzt nicht mehr, weil ich mich hier gedreht habe. So gefällt mir das. Nö. Werden wir nicht mehr schaffen. Oh, ich bin so unfähig, ey. Mann. Kein Scherz, ich hätte einfach nur noch darf durchfahren müssen. Ich hätte es hingekriegt. Aber wenn die vorne sind, muss man die immer wieder einzeln nachholen, weil die selber ganz langsam fahren. Das stört mich aber übelst, weil im Teamrennen müssten die Autos eigentlich normal auch fast genauso schnell fahren. So, und das ist ein bisschen unfair gegenüber der KI, ehrlich. Ja, komm. Hass. Du musst jetzt loslegen, ich auch. Oh. Ihr Typ sieht auch nicht gerade super aus. So, komm. Geht schon mal wieder nachholen den Wagen. Nicht so langsam fahren, du Otto. Oh, bremst mich doch selber aus. Das gibt's doch nicht. Ja, mir wird gerade warm. Ich meine, ja, dem Auto wird warm, ja. Kommt. Das gibt's doch nicht. Wieso wirst du einfach direkt mal wieder von zwei Leuten überholt? Aber bist du unfähig, dich zu verteidigen? Ich bin das jetzt in dem Anlauf nochmal. Wenn es dann nicht klappt, machen wir irgendein anderes Event, weil... Sorry, diese Events machen einfach irgendwie keinen Bock, diese Teamrennen, weil die sind einfach nur scheiß unfair. Das ist wie Buenos Aires, Duke. Ich und Dad waren die Herrscher der Straßen. Gute alte Zeit. Was sie dir auch erzählt, Duke. Es sind alles Lügen. Nee, wird einfach langsamer, lässt sich einfach innen überholen. Nee, das gibt's gar nicht. Wir müssen Macy irgendwie zu uns nach vorne... Dritter und Vierter ist ja atemberaubend. Nicht langsam! Boah, das gibt's doch nicht, wie die mir hier mal selber in den Weg stehen. Mann. Schön Vorsprung rausfahren und zurückschalten. So, komm, komm, komm. So, wieder vorne, nach hinten schalten. So, das fährst du jetzt nach Hause. Hier fahrt das von hier nach Hause. Ja, puh. Das ist aber knapp, die kam schon wieder ran, ey, das ist übel. Puh. Scheiß Mission, ehrlich gesagt, ich mag sie nicht. Diese Rennen sind auf jeden Fall, nee, nicht toll. So, was haben wir hier Feines? Die Polizei ist gerade zur Bombe vor. Bombe? Ehrlich jetzt? Bombe? Wie groß ist die Bombe? 100 Kilo, alles Ammoniumnitrat. Wohl modifizierte Bergbausprengsätze. Wie lange haben wir noch? Wir müssen uns beeilen. Oh ja, da wollen wir mal.
dann auf schnellsten Weg zum Einsatz. Folgt einfach der Eskorte, Ryan. Müssen wir das denn? Ja, das müssen wir. Jede Sekunde zählt. Dafür ist keine Zeit. Boah, ich bin nicht ernst. Ich hab gerade Pylone oder... Ryan, die Show beginnt erst, wenn wir bei der Bombe sind. Dann darf ich Autos rammen. Oh, ist das toll. Bewegung, Ryan, und verlier die Eskorte nicht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Ist gut. Zum Beispiel die Leute, die um die Bombe herum wohnen. Aber hey, es hat eine Bombenstimmung. Oh Gott, war das schlecht. Na hallo. Wenn wir nicht in einer Minute vor Ort sind. Todesfälle? Und jede Menge. Alles klar. Komm, fahr das Teil um, mach. Danke. Mensch, schon geradeaus finde ich gut. Umso weniger Kurven, umso besser kann ich folgen. Und daran ist jetzt was schlimm? Das Lustige ist, von der Zeit her kann es ja eigentlich nicht klappen. Wenn ich immer an der Polizei dran bin, habe ich die Zeit automatisch auch geschafft. Weil die werden ja wohl in der richtigen Zeit da hinkommen. Voll ist doch schon, jetzt stellt euch nicht an, haben wir doch schon geschafft hier, ganz easy. Tada! Wir haben Sichtkontakt zur Zielperson. Ja, die Sache hat sich ja interessant entwickelt. Wir haben den Verdächtigen gesehen und nehmen an der Verfolgung teil. Yeah! Heute entkommt ihr nicht! Was könnte der Typ für ein Motiv haben? Wohl hauptsächlich Tod und Terror. Verstehe. Tod und Terror für eine Bombe. Niemals. So. Jetzt drehen wir auf. Ja, weil uns einfach kein Auto kommt, was mir... Boah, ja, schön, gib ihm. Fährst du geradeaus? Fährst du geradeaus? Dankeschön. In Ordnung. Ich glaube, ich hatte genug von dir. Hihihihi. Leider ist diese Karre einfach viel zu langsam, als dass wir irgendwie da rangekommen wären. Ach, scheiße. Das sieht doch ein bisschen schneller aus. Oh! Falscher Wagen. Welcher Idiot legt eine Bombe und kommt zu, wie sie explodiert? In einer Minute fragen wir sie persönlich. Ehrlich, Junge. Du gehst mir langsam echt auf den Wecker. Ich will zwar auf den Sack sagen, aber auf den Wecker tut's auch. Andere Kopfbahn und BAM! Taktik ist hier gefragt, ja? Also auf Maultaktik. Niemand darf diese Stadt terrorisieren, kapiert? Bisher bei Driver San Francisco. Hey EOC Lunchtime, Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung, Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Also, Layla hat den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das zu benutzen. Wie zum Teufel benutzt man bitte Platin? Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Gut, die Flashbacks kriegen wir anscheinend immer, wenn wir jetzt zu einer neuen Mission gehen. Finde ich aber cool, weil die sind immer ein bisschen anders aufgebaut. Storytechnisch zwar immer noch gleich angesiedelt, aber immer ein bisschen anders aufgemacht. 40.000, haben wir 50.000, warte, wie viel? 43.000. Wir brauchen noch 7.000, dann können wir uns das extra leisten. Schönes Ding. Die Entführung der Ammoniak-LKW verhindern. Alle Einheiten, uns wurde eine Entführung gemeldet. Warum muss sowas immer nur am Schichtende passieren? Ja, weil man es da am besten brauchen kann, Jones. Das Ziel ist ein Konvoi von Ammoniak-Tankzügen auf dem Freeway. Tanner, komm, schieb das, Dankeschön. Ich wollte gerade Schichtende. Passt ja perfekt. Ist auch die letzte Mission, die ich heute machen werde. Wie göttlich. Hol den Tankwagen ein. Sollte ja nicht das Problem werden, oder? Mit dem Ammoniak? Das Zeug stinkt wie ein Stadionklo und brennt wie Raketentreibstoff. Dann sollte es wohl besser nicht in die falschen Hände gelangen. Echt, Tanner? Wow, das kann echt super kombinieren.
Tankwagen aufhalten. Mann, guck mal, der Tanker fährt echt deutlich zu schnell. Das muss einer der entführten Tankzüge sein. Haben sich wohl vom Freeway verdrückt. Das war ein Fehler. Stoppen wir sie. Ach, stoppen, ich glaube nicht rammen, ne? Vielleicht brauchst du deinen Trick, um das... Zeit, diesen Tanker auszuschalten. Leg all deine Hände... Nein, Lecco mio. Komm, nehmen wir das Taxi. Oh ja, hallo. Du mich auch. Ich weiß auch nicht, die Taxis haben voll auf diesen LKW abgesehen. Die sind voll psycho aktuell, die Taxifahrer in der Stadt. Oh, Hallöchen. Das ist auch nochmal dieselbe Karre, nur ich als Taxi. Aber es ist total sicher, die Karre mitten auf der Straße explodieren zu lassen. Würde ich auch machen. Mann, das will ich auch können. Noch zwei Tankwagen sind in feindlicher Hand. Ich werde ihnen nun die Position durchgeben. Weiß nicht, ob ich zwei so Dinger fahren kann. Was redest du denn da? Du hast Superkräfte. Aber wir sagen, es brennt wie Zunder, explodiert, wie soll das, und was machen wir, wenn ich lasse das Ding mitten auf der Hauptstraße explodieren? Die Logik dahinter, naja, muss man jetzt nicht, ne? Oh, nicht auf dem Freeway. Du bist lustiger, wo ist er denn? Ach, Scheiße, was mache ich denn jetzt? Okay, Jungs. Zwei Tanker gegen einen Tenner. Sah schon mal schlechter aus. Kann ich auch in den Tankwagen reinschiften? Nee, kann ich nicht. Schade. Problem ist, sie fahren jetzt aus dem Gegenverkehr raus. Wie mache ich das denn jetzt? Ne, ist auf der falschen Seite, dammit. Komm, nehmen wir den jetzt hier. Schönes Ding. So, nochmal schnell in den Gegenverkehr shiften. Wams. Ja, so eine Feuerwehr macht, glaube ich, ein bisschen mehr Damage. Ein Fährmann. Hab ich nicht gesagt, du schaffst es? Haupten zurück in die Flasche, Jones. Wir sind noch nicht fertig. Schön weiter so, John. So, gucken wir mal, wo ist denn die nächste? Ah, da können wir rüber, okay. Die kriegen wir nicht mehr da weg. Komm, fahren wir das Taxi. Kuckuck! Ja, es war total männlich, dieses Kuckuck, ja. Danke. Boah. Fährt sicher, aber er fährt hier weiter. Okay, da müssen wir jetzt von da hinten kommen. Nehmen wir den Ram Jeep wieder. Ja, die Feuerwehr hätte ich gerne genommen, aber die fährt halt ein bisschen schon zu weit weg. Na komm. Komm, Tenner, jetzt holen wir nochmal auf und geben ihm auch nochmal den Rest, weil der fährt jetzt gerade eh langsam. Rams! So, kein Problem für uns. Ammoniakraub gestoppt. Erinnerst du dich an Karl, wie war's noch? Krug? Kroc? Mieser Pokerspieler. Ja, ich erinnere mich. Der hat gedealt für Jericho. Sieht aus, als würde er Karriere machen. Mann, das schmeckt mir nicht. Was verdammt plant dieser Jericho denn? Ich verstehe es nicht. Warum würde Jericho drei Tankwagen mit am... Hey! Wen rufst du an? Jericho interessiert sich sehr für Chemie. Ich glaube, wir sollten das auch tun. Detective Tanner? Hallo Sarah, hier Detective Jones. Wir dachten, Sie können uns vielleicht ein paar Fragen beantworten. Schießen Sie los. Ammoniak braucht man für Dünger, oder? Das und Reinigungsprodukte. Okay, und wenn man dazu noch einen Haufen Platin zum Spielen hätte? Platin?
Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Cyanid? Ja, Cyanidgas. Wird meist im Bergbau eingesetzt. Ist aber so schlimm, wie es klingt. Auch niedrige Konzentrationen sind extrem giftig. Sarah, wenn ich Ihnen knapp 20.000 Liter Ammoniak gebe, wie viel Gas können Sie herstellen? Keine Ahnung. Sehr viel. Genug, um ein Stadion zu füllen? Mindestens. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Wahrscheinlich nichts. Danke, Sarah. Das klingt echt nicht gut. Jericho versucht, Cyanidgas herzustellen, und zwar genug davon, um die halbe Bay Area auszulöschen. Ah, vielleicht sollte ich ein paar Gefallen einfordern. Vielleicht bekommen wir Krug wegen einem Formfehler raus. Dann verwanzen wir sein Auto und sehen, wohin uns das führt. Na, sieh mal einer an. Wir wissen so lange, was er vorhat. Wir wissen zwar nicht, wofür er dieses Gas braucht oder was er geplant hat, aber wenn er so Stadien damit füllen kann. Hey, John! Haben Sie das gesehen? Seine Augen haben sich bewegt. Ich will keine falschen Hoffnungen schüren, Detective. Wir können nur abwarten. Es gibt keine Garantie. Wow, der Stadtteil ist groß, den wir dazu bekommen haben. Kapitel 4, Menschenjagd. Cyanidgas und viel davon. Jones, das ist übel. Jericho und Sebon. Ehrlich. Als wir den Anruf bekamen, dachte ich nicht, dass wir eine Terroraktion verhindern. Aber wir haben sie verhindert, oder? Nein, so leicht können wir seine Pläne nicht ändern. Das ist eine Nummer größer. Endlich möchte das Spiel auch mal, dass ich mal eine Pause mache. Mein Gott, die wollten aber nicht, dass ich rausgehe, ne? Ich will gucken, wir haben jetzt ein ziemlich großes Gebiet mittlerweile freigeschaltet. Und uns fehlt nur noch hier da oben das. Ja, hier oben der Stadtteil. Den unteren haben wir jetzt schon komplett frei. Das ist schon mal richtig cool. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch erstmal wieder von euch und Let's Play Drivers San Francisco. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.